Mein Name ist Frank Fritzlen und ich beschäftige mich seit mehreren Jahrzehnten mit der historischen Aquarien- und Terrarienliteratur und zwangsläufig auch mit der Geschichte der Aquaristik und Terraristik. Es ist so, dass gerade in den letzten beiden Jahrzehnten das Aquarium oder die Aquaristik in den Fokus von Historikern gerückt ist. Es sind sowohl in Deutschland als auch in England, Frankreich, Amerika. In diesem Jahr erschien ein neues Werk von einem australischen Wissenschaftler, dass sich all diese Historiker mit dem Aquarium und seiner Geschichte beschäftigen. Unter kulturhistorischen, wissenschaftshistorischen, ja sogar kunsthistorischen Aspekten. Aber das Terrarium oder die Terraristik werden da meist außen vor gelassen. Wobei es ja eigentlich so ist, dass die Übergänge zwischen Aquarien- und Terrarienkunde so fließend sind, ja, und Aquarien- und Terrarienkunde sind dermaßen miteinander verbunden, dass es eigentlich schwerfällt, die voneinander zu trennen und so eine Trennung vorzunehmen. Mir ist es auch bei den Arbeiten zu diesem Vortrag recht schwer gefallen, zu entscheiden, ist das noch ein reines Aquarienbuch oder zählt es eher zur Terraristik? Aber wie dem auch sei, es gibt bisher noch keine halbwegs vollständige Bearbeitung der Geschichte der Terrarienkunde und es gibt auch bisher nur Ansätze einer Auflistung der frühen terraristischen Literatur. Hervorzuheben, und zwar positiv hervorzuheben, sind die beiden im Jahr 2001 und im Jahr 2018 erschienenen Bände aus der Reihe Mertensiella zur Geschichte der, Herpetologie und Terrarienkunde im deutschsprachigen Raum, wo sich eine ganze Anzahl interessanter, guter Artikel und Arbeiten über die Geschichte der Terraristik finden. Gerade im zweiten Mertensiella-Band, in dem 2018er, ist ein sehr interessanter Artikel von meinem Freund Manfred Nikisch über die Frühzeit der Terraristik, der nachweist, dass die Terrarienkunde in Deutschland doch schon wesentlich früher begonnen hat, als gemeinhin angenommen wurde. Es galt früher so die Annahme, dass zuerst das Aquarium und die Aquaristik da waren und erst Jahrzehnte später sich dann eine Terraristik entwickelt hat. Das erste Bild hier ist ein kleines Büchlein, was 1964 erschienen ist. Autor war Kurt Jacobs, ein engagierter Aquarianer, der auch ein sehr gutes Standardwerk über lebendgebärende Zahnkarpfen veröffentlicht hat. Ich habe dieses Büchlein als Jugendlicher gelesen, fand das wahnsinnig interessant, muss aber heute sagen, aus meiner heutigen Sicht ist es leider, ja, sitzt der gute Herr Jacobs einen Fehler auf, denn die Aquarien- und Terrarienkunde begann mitnichten im Jahr 1797. Jacobs hatte da für sich entdeckt ein zweibändiges Werk von Johann Matthäus Bechstein, Naturgeschichte der Stubentiere, wobei der erste Band ausschließlich den Stubenvögeln vorbehalten ist. Der zweite Band behandelt dann die übrigen Tiere, die in der Stube gehalten werden können, also Säugetiere, Amphibien, Insekten, Würmer etc. pp. Hier ist ein Scan, also ein Bild von der dritten Auflage, der zweite Band von Bechstein, also der eigentliche Band über die Stubentiere,
erschien in 3 Auflagen. Die erste 1797, eine zweite 1800 und die hier abgebildete dritte und letzte Ausgabe erschien 1807. Aber auch wenn der Herr Jacobs das so gesehen hat, ist Bechstein mitnichten der Beginn der Aquarienterrarienkunde. Bechstein ist sicherlich das früheste Werk, das sich mit der Haltung von Amphibien, Reptilien, Fischen als Heimtiere beschäftigt. Bei den Amphibien, unter denen zur damaligen Zeit noch Amphibien und Reptilien zusammengefasst werden, beschreibt Bechstein als Stubentiere, Haustiere, insgesamt 6 Arten, die Ringelnatter, den Laubfrosch, die europäische Sumpfschildkröte und 3, zumindest für mich nicht näher zu identifizierende, Molch- respektive Salamanderarten. Aber Zaunerdechse. Bitte? Die Zaunerdechse ist auch dabei. Stimmt, die Zaunerdechse. Genau, die grüne Eidechse, also sind 7. Aber der Bechstein ist halt mitnichten der Beginn der Aquarienterrarienkunde. Weil wenn man diesem Strang folgen würde, könnte man auch sagen, Rösel von Rosenhoffs Historia Ranarum ist der Beginn der Terrarienkunde. Denn auch Rösel hat schon berichtet, dass er Frösche zu Studienzwecken in Gläsern gehalten hat, um sie zu beobachten. Auch auf der Tafel 9 in der Historia Ranarum sind ja mehrere Laubfrösche abgebildet, unter anderem auch einer, der in einer Art Einmachglas ist. Man könnte noch weitergehen und könnte sagen, gut, nicht nur Bechstein, es geht noch früher. Bereits 1666 erschien das Manuskript des Straßburger Fischers und Amateurforschers. Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Linhard Baltner, dessen Vogel-, Fisch- und Tierbuch, was also nie gedruckt wurde, sondern was nur als Manuskript vervielfältigt wurde. Die ganzen Tafeln sind also Originalaquarelle. Es sind zurzeit noch 6 Exemplare weltweit bekannt, die sich aber alle in irgendwelchen Details unterscheiden. Auch dieser Baltner beschrieb schon die Haltung von Fischen und Amphibien. Aber das hat nach meinem Dafürhalten noch nichts mit der Terrarienkunde oder der Aquarien-Terrarienkunde zu tun, wie wir sie heute kennen und was wir heute darunter verstehen. Das sind einfach frühe Beispiele für eine Tierhaltung in ungeeigneten Behältern, wo die Tiere über einen meist kürzeren Zeitraum lediglich am Leben gehalten wurden. Das ist noch nicht der Beginn der Aquarienterrarienkunde. Die Aquarienterrarienkunde in ihrem heute gebräuchlichen Sinn entstand in England ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Grundlegend dafür ist, Aquarium und Terrarium haben einen gemeinsamen Vorfahr, stammen beide ab vom sogenannten Wortschen Kasten, eine Entfindung des Londoner Arztes Nathaniel Berkshire Ward, der ein begeisterter Amateurbotaniker und Amateurentomologe war. Der entdeckte mehr oder weniger zufällig in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts das Prinzip eines geschlossenen Systems, indem er mit feuchter Erde gefüllte Flasche eine Schmetterlingslarve setzte und warten wollte, bis die sich verwandelt hatte. Da kam ein recht unbedeutender und uninteressanter Schmetterling raus. Den hat er fliegen lassen, hat die Flasche wieder verschlossen auf die Fensterbank gestellt und über längere Zeit nicht beachtet, bis er dann irgendwann später die Flasche wieder wahrnahm und feststellen konnte,
dass ich da ohne Zutun und ohne Pflege und ohne Gießen einige Farnpflanzen fantastisch entwickelt hatten. Und dieses System hat er aufgegriffen und hat die nach ihm benannten Wortschen Kästen konstruiert. Diese Wortschen Kästen sind letztendlich Vorläufer des Aquariums und Terrariums. Die waren zum einen Zimmergewächshäuser, zum zweiten haben sie den Transport exotischer Pflanzen revolutioniert. Bis zur Erfindung der Wortschen Kästen war es irrsinnig problematisch, empfindliche Pflanzen aus den englischen Kolonien, Australien, Neuseeland und so weiter, lebend oder gutem Zustand ins Mutterland, nach England zu bringen. Diese wochenlangen Seereisen sind den Pflanzen meisthin nicht allzu gut bekommen. An Deck waren sie Wind, Wetter und der Seeluft ausgesetzt. Unter Deck hatten sie kein Licht und sind vertrocknet, weil die Matrosen keine Gärtner waren und nicht gegossen haben. In diesen Wortschen Kästen konnten die Pflanzen Wochen, ja monatelang, ohne irgendwelche Pflege, ohne irgendwelches Zutun am Leben gehalten werden. Und wie gesagt, diese Kästen revolutionierten den Transport von Pflanzen, aber halt auch als Miniaturgewächshäuser eroberten sie sehr schnell die Wohnzimmer der englischen Gesellschaft. Und Ende der 1840er Jahre wurden dann die ersten Versuche vorgenommen, aus diesen Wortschen Kästen Aquarien zu entwickeln. Hier ist aus dem Jahr 1852 der wichtigste und bedeutendste Beitrag von Robert Warrington, einem Chemiker, der das sogenannte Balanced Aquarium entwickelt hat. Dieser Artikel, das ist auch die allererste Verwendung des Begriffs Aquarium, respektive hier Parlor, also Zimmeraquarium. Im selben Jahrgang dieser gärtnerischen Zeitschrift gab es dann schon einen zweiten Artikel. Da wurde dieses Becken schon Warrington Case genannt. Die Aquaristik schwappte auch innerhalb kurzer Zeit nach Deutschland über. 1856 erschien der Artikel Der See im Glase von Rossmessler in der Gartenlaube der illustrierten Familienzeitschrift, die von 1853 an in Leipzig erschien. Witzigerweise erschien in diesem Jahrgang der Gartenlaube nicht nur dieser Artikel von Rossmessler, der die Initialzündung für die Entwicklung der Aquaristik in Deutschland war, sondern es erschien auch der erste und früheste mir bekannte terraristische Artikel über ein sogenanntes Ophidarium, also ein Terrarium, was damals noch einen anderen Namen hatte, in dem Schlangen gehalten wurde in einem Leipziger Gastronomiebetrieb. Diese Abbildung zeigt eine sehr seltene kolorierte Ausgabe, jetzt allerdings von der vierten, von Hermes bearbeiteten Auflage von Brems Süßwasseraquarium, von Rossmesslers Süßwasseraquarium, nur um zu zeigen, diese Verbindung zwischen Aquaristik und Terraristik. Natürlich wurden auch in den frühen Aquarien schon Amphibien, also Terrarientiere, gehalten. Weil gerade Axolotl, Molche, Frösche wurden also schon in Aquarien gehalten. Insofern war die frühe Aquaristik auch schon ein bisschen Terraristik. 2014 habe ich bei Literaturrecherchen wiederentdeckt das weltweit erste Terrarienbuch, von dem wir dann auch im selben Jahr einen Nachdruck angefertigt haben.
Die DGHT hat 1989 zum Anlass ihres 25-jährigen Jubiläums einen Nachdruck des damals vermeintlich ersten Terrarienbuchs, des 1884 erschienenen Werks von Baron Johann von Fischer, das Terrarium, herausgegeben und an seine die DGHT hat das an ihre Mitglieder verteilt. Man war der Annahme, und ich war früher auch der Annahme, dass das tatsächlich das erste Terrarienbuch war. Nun hat sich herausgestellt, dass bereits 25 Jahre zuvor ein erstes Terrarienbuch erschienen ist. Der Name Terrarium wird schon verwendet. Hier nochmal das Erscheinungsjahr 1859. Es werden schon verschiedene Typen von Terrarien abgebildet. Es gibt Bauanleitungen, sogar schon erste technische Vorrichtungen, um Springbrunnen zu betreiben, etc. pp. Das Werk ist mit insgesamt 7 handkolorierten Tafeln illustriert. Die erste Tafel dem Titelblatt gegenüberliegend als Frontispiz. Die weiteren Tafeln sind hinten angebunden. Sie zeigen primär Pflanzen, aber auch schon ein paar Tiere, die da gehalten wurden. Jetzt denkt man, okay, zwischen 1859 und 1884, das ist eine ziemliche Lücke. Warum ist in der Zwischenzeit so gar nichts passiert, was die Terraristik betrifft? Dem war natürlich nicht so. Es sind zwar keine Bücher, keine Monographien erschienen, aber in dieser Zeit erschienen in verschiedenen Zeitschriften zahlreiche Arbeiten von Terrarianern, zahlreiche Aufsätze, anfangs in der Gartenlaube, dann ab 1859 in der Zeitschrift Der Zoologische Garten, die hier in Frankfurt erstmals erschien und bis zum heutigen Tag noch erscheint. Ab 1876 gab es die Zeitschrift Isis, von Bruno Düringen und Karl Ruß herausgegeben. Zeitschrift für naturwissenschaftliche Liebhaberei, in der neben aquaristischen auch terraristische Beiträge erschienen. Und ab 1890 gab es dann die erste rein vivaristische Zeitschrift, die Blätter für Aquarienterrarienkunde. Noch vor von Fischer erschien ein weiteres Werk, was ich eigentlich nicht in die Bibliografie aufnehmen wollte, da diese Bibliografie nur Monographien, also eigenständig erschienene Werke beinhalten soll. Aber das Werk ist so bedeutend, dass ich es hier doch vorstellen möchte. Es ist die dreibändige oder dreiteilige Praxis der Naturgeschichte von Philipp Leopold Martin, die von 1872 bis 1882 erschien. Der dritte Teil oder dritte Band ist in 2 Hälften erschienen. In der ersten Hälfte geht es auch um die bisher existierenden zoologischen Gärten, aber auch Aquarien, öffentliche Schauaquarien etc. pp., die eingehend beschrieben werden wurden. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa hat Martin diese Einrichtungen besucht. Der zweite Teil, der ist für die Terraristik besonders interessant, denn im in der zweiten Hälfte des dritten Teils gibt es ein sehr, sehr umfangreiches Kapitel von Bruno Düringen, die Pflege gefangener Reptilien, Amphibien, nebst Pflege und Züchtung der Makropoden. Das ist 1882 erschienen und somit sogar noch zwei Jahre vor von Fischers Terrarium. Und man sieht hier anhand des Inhaltsverzeichnisses, dass das doch schon sehr ausführlich und sehr inhaltsreich ist, wenn man sich nur anschaut, welche Reptilien- und Amphibienarten hier schon vorgestellt werden, die in den Terrarien gehalten wurden. Also das ist schon ein recht umfangreiches und auch bedeutendes Werk. Es ist leider
bei den Terrarianern und auch bei den heutigen Sammlern alter vivaristischer Literatur weitgehend unbekannt geblieben, was das Werk eigentlich nicht verdient hat. Hier zu jedem der drei Bände gibt es auch ein Atlasband, sehr selten, aber da sind recht schöne Abbildungen, gerade zu den frühen Aquarien- und Terrarienbauten. So, dann kommen wir zum ersten wirklichen, umfangreichen und höheren Ansprüchen genügenden Werk der Terraristik, das Terrarium von Johann von Fischer, 1884 erschienen bei Marlau und Waldschmidt in Frankfurt am Main. Das Werk hat einen Umfang von über 300 Seiten und annähernd 100 Textabbildungen. Dies hier ist der prächtige Ganzleineneinband. Die meisten Exemplare wurden jedoch in der wesentlich preiswerteren Broschur verkauft und dann von den Besitzern privat in Leinen, Halbleder, wie auch immer, eingebunden. Von Fischer zeigt natürlich schon modernere Terrarien, für die damalige Zeit modernere, größere Terrarien, die auch schon mit einer gewissen Technik ausgestattet sind und beheizt wurden. Aber es finden sich auch bei von Fischer noch Abbildungen urtümlicher Terrarien, die also noch an den gemeinsamen Vorfahr von Aquarium Terrarium, den Wortschen Kasten, erinnern und eher wie ein Zimmergewächshaus als ein Terrarium anmuten. Diese Bibliografie ist in chronologischer Reihenfolge. Insofern kommt nach 1884 Johann von Fischer, 1885 dieses kleine Bändchen, das Seewasser, Aquarium und Terrarium von Ortleb. Da erstmals 1885 erschien, erlebte es bis in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts zahlreiche Auflagen. Das zweite oder das nächste Terrarienbuch ist Lachmann, das Terrarium, erschien 1888. Ein weiteres Terrarienwerk und zugleich das erste in der Schweiz erschienene Werk ist das Tierleben im Terrarium von Fischer Siegwart. Das ist ursprünglich erschienen in den Mitteilungen der Aargauischen Naturforschenden Gesellschaft 1889. Der Autor hat allerdings eine Anzahl von Sonderdrucken auf eigene Kosten einbinden lassen und die dann in dieser Form unters Volk gebracht. 1895 erschien dann ein kleines Bändchen von Jean Bungartz, bekannter Tiermaler, berühmt für seine Illustrationen von Rassetauben, Geflügel, aber auch Hunden und so weiter. Dieses Bändchen über das Terrarium, sehr, sehr selten. Dann kommt als nächstes die Erstauflage von Zerneckes Leitfaden für Aquarien- und Terrarienfreunde, erschienen 1897 im Auftrag des Triton Berlin, einer der ältesten, größten und bedeutendsten deutschen Aquarien- und Terrarienvereine. Was man schon daran ersehen kann, dass der Verein sein eigenes Vivarienbuch in Auftrag gibt. Erst 1897 erschien das erste englische Terrarienbuch. Ja, wenn wir also zurückdenken, 1859 das erste deutsche. Also es ist also tatsächlich so, England ist unbestreitbar die Wiege, das Mutterland des Aquariums, das erst einige Jahre später dann nach Deutschland kam. Aber Deutschland ist unbestreitbar die Wiege, das Mutterland des Terrariums und der Terraristik. Denn
erst 1897, also nahezu 40 Jahre nachdem das erste deutsche Terrarienwerk erschienen ist, erschien also das erste englische Terrarienbuch The Vivarium von Bateman. Noch eine Ausnahme, hier möchte ich noch ein nicht eigenständig erschienenes Werk vorstellen, aber das zeigt auch ganz gut auf, dass man bei der Literaturrecherche teils ganz skurrile Quellen findet. Ein sehr bekanntes Terrarienwerk, was auch später in der chronologischen Reihenfolge später noch auftauchen wird, ist die Praxis der Terrarienkunde von Ernst Bade. Und der Vorläufer dieser Praxis der Terrarienkunde, der erschien in diesem Jahrbuch der Berliner Morgenzeitung im Jahr 1899, auch schon illustriert, ein Zimmerterrarium. Aus dieser umfangreichen Arbeit in dieser Zeitschrift erschien dann später Bades Praxis. 1901 erschien dann die zweite Auflage von Düringen. 1901 war ein besonders fruchtbares Jahr für die Terrarienliteratur. Im selben Jahr erschien die erste Auflage von Geyers Katechismus für Terrarienliebhaber. Hier ein Exemplar der Leinenausgabe, hier die deutlich seltenere kartonierte Ausgabe. Hier sieht man nochmal Titelblatt mit dem gegenüberliegenden farbigen Frontispiz. Eine ganz skurrile Sache ist dieses ebenfalls 1901 erschienene Werk, die Importanleitung. Der damalige Vorsitzende des Triton Berlin, Paul Nitsche, schrieb eine Anleitung für den Import von lebenden Fischen, aber auch für Reptilien, Amphibien, Seewassertiere etc. für Aquarien- und Terrarienzwecke, um damit aufzuzeigen, hier steht ja auch als Untertitel Anweisung für Seereisende, sich leicht einen reichlichen Nebenverdienst zu schaffen. Das ist tatsächlich eine Anleitung, wie man Aquarienfische und Terrarientiere am besten nach Deutschland importiert. 1903 erschien von Hugo Mushoff das Terrarium und seine Bewohner. Dieses Werk wurde reprintet, respektive ist als POD, Print on Demand, Antiquare nennen es ganz gerne Pest on Demand, verfügbar. Seitdem Google Books ohne Sinn und Verstand alles, was ihnen in die Finger fällt, einscannt, werden immer mehr Sachen verfügbar und werden dann als Reprint oder als POD angeboten. Dummerweise ist es so, dass wenn so ein Werk von Menschen nachgedruckt wird, die nicht in der Lage sind, Frakturschrift zu lesen, dann passiert es, dass aus dem guten Hugo Mushoff ein Herr Kuckhoff wird. Und dann suchen sie lange, wenn sie sich am Autorennamen orientieren, nach diesem Buch. So, 1904 die zweite Auflage von Zernikes Leitfaden für Aquarien-Terrarienfreunde. Dann erschien 1905 Kuno Lorenz das Terrarium. Ein kleines, aber schönes, wenn auch recht seltenes Werk. Eine neue Auflage des Zernikes. Und ab 1913 erschienen immer wieder Nachdrucke der dritten Auflage, die nicht zu verordnen sind, wann die denn erschienen sind. Das sind unveränderte Nachdrucke, die immer wieder mit neuen Einbänden versehen wurden. Also für mich, es ist sowieso immer eine Detektivarbeit, für mich war es nicht rauszufinden, wann genau diese späteren Auflagen. Also nach der zweiten kommt eine dritte, dann kommt eine dritte bis vierte, eine vierte bis fünfte, eine vierte bis sechste Auflage.
Aber letztendlich handelt es sich eigentlich im Großen und Ganzen um das Gleiche, um den gleichen Band, der immer wieder unverändert abgedruckt wurde. So, hier ist die vorhin schon angesprochene Erstauflage von Bades Praxis der Terrarienkunde 1907 bei Kreuz in Magdeburg erschienen. Ein weiteres recht seltenes, aber ganz schönes Terrarienbuch. Hier die Ganzleinausgabe, hier die kartonierte, ist von Ludwig Ankenbrandt. Was muss man vom Terrarium und seinen Bewohnern wissen? Handbuch für Terrarienfreunde, 1907 erschienen. Man sieht, hier werden schon reichlich Aquarien und Terrarien abgebildet. Im selben Jahr 1907 begann zu erscheinen der Titel Das Terrarium aus der Reihe Miniaturbibliothek, Band 731. Der erschien erstmals 1907 und erschien dann in immer wieder neuen Ausgaben bis weit in die 1920er Jahre hinein. Dann ebenfalls 1907 ist der erste Band einer ganzen Anzahl von Werken mit Bauanleitungen für Terrarien. Die geben eine kurze Beschreibung, wie richte ich ein Terrarium ein, wie bepflanze ich es, mit welchen Tieren besetze ich es, wie pflege ich das. Aber primär geht es da um eine Bauanleitung für Terrarien. Ebenfalls 1907 erschien nach von Fischer das nächste große Handbuch der Terraristik, die Erstausgabe von Paul Krefz, Das Terrarium, ein Werk mit immerhin über 600 Seiten, einigen farbig, 50 schwarz-weißen Tafeln und einer ganzen Anzahl von Textabbildungen. Das war von da an eigentlich das Standardwerk, das Handbuch der Terraristik. Ein Jahr später erschien dieses kleine Werk, 1908 erschien dieses kleine Werk, ebenfalls von Krefz, sozusagen eine kleine, abgespeckte Version für Anfänger und Jugendliche. Von 1906 an erschien im Verlag von Wenzel und Sohn, also dem Verlag der Wochenschrift für Aquarien- und Terrarienkunde, eine Reihe unter dem Titel Bibliothek für Aquarien- und Terrarienkunde. In dieser Bibliothek erschienen oder in dieser Reihe erschienen von 1906 bis 1933 insgesamt 46 Bände, die sich letztendlich alle mit vivaristischen Themen beschäftigten. Von diesen 56 Bänden sind insgesamt 10 erschienen, die rein terraristisch sind. Der allererste davon, auch die erste eigenständige Veröffentlichung von Wilhelm Klingelhöfer, das Heft 13, die Schildkröten des Süßwassers. Im selben Jahr erschien von Hugo Mushoff das Terrarium Teil 1. 1909 erschien dann auch wieder entgegen der eigentlichen roten Linie oder des roten Fadens für die Bibliografie in einer Zeitschrift eine sehr interessante und durchaus auch bedeutende Arbeit. Jahrgang 1908, 1909 der Zeitschrift Natur und Kultur. Hier erschien nämlich als Fortsetzungsartikel von Friedrich Knauer, der Werdegang der Terrarienkunde, wo also ein erster Überblick über die Geschichte der ja damals noch relativ jungen Terraristik gegeben wird. Es ist aber auch gleichzeitig ein sehr interessanter und sehr guter Abriss der Geschichte der herpetologischen Literatur, speziell der feldherpetologischen. 1909 erschien dann auch von Knauer ein kleiner Band, Das Terrarium bei Manz in Regensburg.
Den gibt es auch mit einem recht seltenen Schutzumschlag und auch kartoniert. Das erste niederländische Terrarienbuch, der ursprüngliche Autor war Fielek, übersetzt wurde es von Berning, Het Terrarium, 1910 erschienen. Dann 1911 das Terrarium bei Ravensburger, eigentlich ein Kinderbuch- und Bastelverlag. Aber wie man sieht, das ist auch eines dieser Bücher, die also eine Bauanleitung geben. Hier geht das sogar so weit, dass hinten am Buch in der Lasche eingesteckt ist ein Modellbogen, ähnlich wie diese Schnittmusterbögen, diese großen, die man in Handarbeitsbüchern findet. Ja. Dieser Modellbogen ist ausgeklappt, über einen Quadratmeter groß, und man hat da auf Pergamentpapier ganz genau vorgezeichnet alles, was man braucht, um sich selbst ein Terrarium zu bauen. Ein weiteres dieser Werke, die sind alle um 1911 erschienen. Da gab es wohl einen Boom, was Terrarienbau betraf, von Konwitzka. Ebenfalls, wie baue ich mir selbst ein Terrarium? Wieder 1911, so baue ich mir ein Terrarium. Da sind eine ganze Menge erschienen. Hier das erste in Österreich erschienene Terrarienbüchlein, 1911 erschienen, von Schumann. Hier sogar mit einer Farbendrucktafel, ein kleines Büchlein, aber ungemein selten. Wie bei ganz vielen dieser frühen terraristischen Werke ist das so, dass die teilweise unauffindbar sind. Dieser Schumann existiert, von diesem Schumann existiert weltweit in sämtlichen Bibliotheken. Die Bibliotheksbestände sind inzwischen durchs Internet recht gut erschlossen, und Sie können Internetrecherche betreiben über KVK, WorldCat, COPEC etc. pp. Von dem Schumann ist weltweit nur ein einziges Exemplar in der Österreichischen Nationalbibliothek nachweisbar. Also teilweise sind diese frühen Terrarienwerke sehr, sehr selten. Hier ein weiterer Titel, Heft 29 aus der Bibliothek Aquarien Terrarienkunde, das Terrarium Teil 2, die Familie der Lacertiden. Im selben Jahr erschien, 1912, Terrarium Teil 2, ab 1913, Heft 32, der dritte Teil, die Eidechsen, Gekkonide, Agamide, Iguanide und Skinkide. Dann Heft 33 im selben Jahr, das Chamäleon, wiederum 1913, Heft 34 über Varan und Theo, wiederum 1913, Heft 35 über die Schlangen und dann ebenfalls 1913, Heft 36 die Frösche. 1915 erschien dieses sehr seltene kleine Büchlein, das Terrarium von Geber. Dann erschien, Felix hat es im vorhergehenden Vortrag schon vorgestellt, 1912, ist nicht ganz so sicher, wahrscheinlich eher 1913, Paul Kammerer, das Terrarium und Insektarium. Für mich, außer den großen, umfangreichen Handbüchern von Fischer, Kräft, erste Auflage, Kräft, zweite Auflage und zu dem kommen wir ja später dann noch, Altmeister Klingelhöfer, von diesen ganzen kleineren terraristischen Werken, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erschienen sind, ist nach meiner Meinung der Kammerer mit Abstand das beste und fundierteste Werk. Noch zwei andere Einbandvarianten. Wieder ein Zernecke, noch ein Zernecke und noch ein Zernecke. Also die war zwischenzeitlich zu Quelle und Meyer übergegangen und die haben das Buch wahrscheinlich bis in die Mitte der 1920er Jahre immer wieder erneut nachgedruckt.
Hier von Wacker, 1915 erschien das erste tschechische Terrarienbuch. Nochmal ebenfalls 1915 ein Buch, wo es auch um den Selbstbau von Aquarien und Terrarien geht, der junge Handwerker. Ein weiteres frühes niederländisches Terrarienbuch. Ab 1917 erschien dann in der Lehrmeisterbücherei das Terrarium von Rudolf Mandet, ein Büchlein, was später mit anderen Bearbeitern bis in die 1950er Jahre immer wieder in neuen Auflagen erschien. Weiteres kleines, seltenes Terrarienbüchlein. Hier jetzt die zweite Auflage von Fileck, 1922 erschienen. Ein weiteres frühes englisches Werk, Vivarium Keeping von Hodge, erstmals 1922 erschienen, die erste Auflage. Hier einfach mal, weil wir eine Arbeitsgemeinschaft innerhalb der DGHT sind, die Nachfolgeorganisation des Salamanders, hier das 1923 erschienene erste Jahrbuch des Salamanders. Das ist nicht nur wie die vorhergehenden ein reines Mitgliederverzeichnis, sondern hier sind tatsächlich auch terroristische Beiträge unter anderem von Woltersdorf drin. Ne? Jahrbuch 1923. 1925 erschien die zweite Auflage Katechismus der Terrarienkunde von Geier. Zweite, dritte Auflage, also das zweite und dritte Tausend, was da gedruckt wurde. Ebenfalls 1925 die zweite Auflage von Bade, Praxis der Terrarienkunde. Wem diese chromolithografische Farbtafel bekannt vorkommen sollte, die stammt ursprünglich aus dem im selben Verlag erschienenen Werk von Bruno Düringen, Deutschlands Reptilien-Amphibien. Da hatte der Verlag noch eine ganze Anzahl von Chromolithos. Düringen war ja mit 12 Chromolithos illustriert. Da hatte der Verlag noch eine ganze Anzahl von Chromolithotafeln über und hat dann immer verschiedene Tafeln hier in die zweite Auflage vom Bade eingebunden. So, 1926 die zweite Auflage von Paul Kreft, das Terrarium. Hier ein Exemplar, wo der grüne Leineinband auch noch grün aussieht. Da die leider gespart haben am Material und ein nicht schlecht gefärbtes, billig gefärbtes und nicht lichtechtes Leinen benutzt haben, sehen die meisten Bände, die man je zu sehen bekommt, eher so aus. Das geht bis völlig beige ausgeblichen. Diese Ausgabe hat jetzt schon einen Umfang von über 700 Seiten. Dann ganz interessantes kleines Werk, Naturkunde und Naturpflege über Schulaquarien und Schulterrarien, Einrichtung, Pflege und Auswertung. Geschrieben wurde das von einem Mittelschulrektor namens Paul Bentsch. Das war der Vater des späteren Gründers der Firma Tetra, des wohl bekanntesten Aquarienfuttermittelherstellers der Welt. Ein weiteres frühes niederländisches Terrarienwerk, 1927 erschienen. Zweite Auflage von Hodge, Vivarium Keeping, ebenfalls 1927. Im selben Jahr erschien Kurt Flörike, der Terrarienfreund. Flörike war ein chronischer Vielschreiber, schrieb zu jedem halbwegs lohnenswerten Thema und es war nur eine Frage der Zeit, dass von dem auch ein Terrarienbuch erscheint. Als letzte beide terroristischen Hefte der Bibliothek für Aquarien-Terrarienkunde erschien in den 20er Jahren als Heft 49 Schwanzwürsche Teil 1 von Griebel
und hier Teil 2, ebenfalls von Kriebel, Heft 50. 1928 erschien noch vor der Herausgabe der Erstauflage von Klingelhöfers Terrarienkunde ein Werk innerhalb Abderhaldens Monumentalwerk, Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Das ist also wirklich ein Monumentalwerk, das sich letztendlich über 107 Bände erstreckt. Ich glaube, das war das umfangreichste Werk zu naturwissenschaftlich, sprich biologischen Arbeitsmethoden, was hier erschienen ist. Und da war geplant, dieser Band über das Einrichten von Zimmer, Freiland, Aquarien und Terrarien. Der ursprüngliche Autor ist kurzfristig verstorben. Daraufhin wurde Klingelhöfer gefragt, ob er denn nicht einspringen könnte. Und er schaffte es, obwohl er ja schon mit der Herausgabe für seine Terrarienkunde beschäftigt war, schaffte er es in kürzester Zeit, dieses Werk aus dem Boden zu stampfen. Neben der hier gezeigten Ausgabe, die innerhalb des Handbuchs der biologischen Arbeitsmethoden, also als Lieferung erschien, hat Urban und Schwarzenberg noch eine eigenständige Separatausgabe von Klingelhöfers Aquarien und Terrarien herausgegeben. Bis dann von 1921 an Klingelhöfers Terrarienkunde, das große und berühmte Handbuch. Wenn man das als vollständiges und gebundenes Buch in der Hand hält, steht auf dem Titelblatt 1931, stimmt aber nicht ganz. Der Klingelhöfer begann in Lieferung bereits ab 1921 zu erscheinen. Geplant waren 15, letztendlich wurden es dann 18 Lieferungen, bis er dann 1931 endlich fertiggestellt wurde. Hier ist der erste Einband, dieser wunderschöne mit der chromolithografischen Vignette. Da gab es dann auch einen sehr seltenen Schutzumschlag. Später gab es einen einfachen Leineneinband und es gab auch noch eine broschierte Ausgabe. Ebenfalls 1933 erschien von Paul Bentsch ein Werk Tiere hinter Glas, das sich auch mit Aquarien und Terrarientieren beschäftigt. 1932 das erste skandinavische Terrarienbuch von Lieberkind. Dann ebenfalls 30er Jahre Mutter Natur, unser Schulterrarium. Burgess Bernett, 1944, ein frühes englisches Terrarienbuch. Die dritte und letzte Auflage von Filek, dem Bastelbuch, wie baue ich mir ein Terrarium, auch aus den frühen 40er Jahren, ein weiteres niederländisches Terrarienwerk, ein frühes 1944 erschienen, ein frühes französisches Werk über Terrarien, noch ein niederländisches, dann schon Anfang der 50er Jahre, Leutscher Vivarium Life, 1952 erschienen, 1953 in der DDR erschienen, von der Arbeitsgemeinschaft junger Naturforscher, Mein Terrarium, kleines Bändchen. 1953, wer kennt es nicht, Walter B. Sachs, Terrarienpflege leicht gemacht, erste Auflage 1953 bei Frank Kosmos. Und um jetzt den Bogen zu spannen, von 1859, die ersten 100 Jahre, ab 1955 erschien dann die zweite von Christoph Schärpner bearbeitete Auflage von Klingelhöfers Terrarienkunde in 4 Bänden. Der erste Band erschien 1955, der letzte, vierte Teil erschien 1959. Somit haben wir die 100 Jahre den Bogen gespannt. Nachdem der vierte Teil erschienen war, gab es dann auch eine schön in Halbleder gebundene einbändige Ausgabe.
Last but not least, ebenfalls 1959, ein kleines Bastelheft, wieder ein Bastelheft, Mein Terrarium, erschien in der Schweiz. Und das war's. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.